Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Norberts Welt. Heute möchte ich zwei wichtige Fragen klären. Zum einen, was das hier für ein wunderschönes Tier ist. Und zum anderen möchte ich der Frage auf den Grund gehen, wie man diese ganzen vierbeinigen Reptilien, Amphibien auseinanderhält. Und ich glaube, der Einzige, der uns darauf eine Antwort geben kann, ist dieser junge Mann hier. Nö. Okay, dann halt nicht. Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zayak hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Da will ich mal nicht so sein, ne? Weil ihr da seid. Ne? Nicht wegen dem Jimmy, sondern weil ihr da seid. Du wärst aus der Nummer eh nicht rausgekommen. Die Leute erwarten viel von dir, Norbert. War schon da hinten. Aber schon bald weg gewesen. Wir wollen heute zusammen über dieses schöne Tier sprechen. Wir wollen gar nicht. Über den Plattschwanzgecko, richtig? Oder Blattschwanzgecko. Aha. Da streitet man sich drüber, aber lateinisch korrekt übersetzt wäre Blattschwanzgecko. Aber warum Plattschwanz oder Blattschwanzgecko? Ja, guck ihn dir doch mal an. Okay. Was hat er denn für einen Schwanz? Was hat er für einen Schwanz? Also, was sehe ich? Ich sehe auf jeden Fall zwei Hinterläufe und dazwischen legt sich ein blattartiger Schwanz. Vielleicht daher? Vielleicht daher. Ja, ich habe sowas schon mal gesehen auf der Landstraße. Da sehen die also bei uns dann auch manchmal so aus. Aber das sind wohl die Plattkaninchen, würde ich sagen. Es gibt auch schon mal Eidechsen bei uns so auf der Landstraße. Aber der eine bewegt sich sogar. Das tun die dann nicht mehr, wenn man die bei uns auf der Landstraße sieht. Aber es sind Geckos. Ja, genau. Und du hast gerade auch gesagt, Plattschwanzgeckos und Blattschwanzgeckos wäre beides korrekt. Bei Platt haben wir gerade geklärt, platter Schwanz. Beim Blatt wäre es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, weil die sich wahrscheinlich in freier Natur sehr gut tarnen können. Ja, auf jeden Fall. Wenn man den sich also jetzt vorstellt, man kann sie ja jetzt super eben auf der Scheibe hier hinten sehen, aber wenn man sich vorstellt, so auf so eine alte Korkrinde, kann man den überhaupt nicht mehr von dem Stück Kork unterscheiden. Der sieht so genial gut aus. Also wahrscheinlich meinst du ja damit der Tarnung wie diese Korkrinde hier, oder? Ja, genau. Hier guckt ihr den mal an. Hier ist er. Siehst du ihn? Der Gecko. Ja. Warte kurz. Siehst du ihn? Nee, wann? Nee. Ist nee, ist auch noch keiner drauf. Sehr gut. Ja, sollen wir mal einen draufsetzen? Sauberer noch. Praktikant. Mutigen zuerst. Genau. Der guckt mich ganz aggressiv an. Wenn er also noch gefährlicher gucken würde. Okay, so. Das ist echt krass. Ich meine, ich finde es jetzt schon krass. Und springen kann er auch wie ein Weltmeister. Das ist schon mal gut. Auch jetzt kann man das Tier schon ganz toll sehen. Was er jetzt gerade nicht macht, ist die Farbe deiner Handfläche anzunehmen, was ich... Ja, und grün wird er jetzt auch nicht. Aber jetzt kann man ja trotzdem, wenn man jetzt mal näher rangeht, sehen, dass er eine wunderschöne Kopfform hat. Und hat hier unten so crazy Stacheln am Kiefer. Anders als der Krongecko, den wir auch schon mal hatten, hier oben. Und anders als der Leopard ohne EN-Gecko, den wir auch schon mal hatten, kann der sich jetzt hier tarnen. Können die anderen das auch? Die anderen beiden? Ja, nicht so gut wie der. Also er ist eigentlich ein Tarnkünstler, aber wie das immer so der Vorzeigeeffekt ist, heute nicht. Normal schmiegt er sich einfach in die Baumrinde so rein. Man sieht ihn wirklich nicht. Man muss ganz genau hingucken. Ach, der hat auch gerade Durst. Der trinkt da oben vom Blatt. Ja, jetzt kann man auf jeden Fall schon mal besser sehen, dass sich der Kollege hier tarnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mit meinem bloßen Auge das hintere rechte Füßlein suchen möchte, finde ich es nicht mehr. Ist weg. So, dann habe ich hier den Schwanz hinten noch. Das sieht auch echt krass aus. So, da sieht man kaum noch was. Und ich denke, wenn wir jetzt noch so eine halbe Stunde warten, ist der komplett weg. Genau, also jetzt im Teil 3, dann wären wir so weit, dass da ja die Sendung immer nur 13 Minuten sind. Ja. Wäre dann in einer halben Stunde wäre der Teil 3 dran und ist sicherlich spannend. Wir können den auch einfach mal jetzt eine halbe Stunde laufen lassen. Das wollt ihr sicherlich alle mal beobachten. Mit Zeitraffer. Nee, er selber will, aber das, eine interessante er selber Frage. Will das nicht beobachten, sondern also er ist ganz eindeutig der Aussteiger der Woche. Ne?
Ah, Norbert, jetzt wo wir gerade gesehen haben, wie sich so ein Blattschwanzgecko auf so einem Stück Kork echt perfekt tarnt, wofür muss er das denn tun? Wer sind denn seine Feinde und wo müssen wir den Gecko überhaupt suchen? Ja, also suchen müssten wir in Madagaskar. Aha. Ob wir ihn da finden, weiß ich nicht, denn wenn die zu Hause sind, in ihrem Revier, wo die sind, wird man sie so gut wie gar nicht sehen, denn da sind sie nicht der Aussteiger der Woche. Da wissen sie, wenn da irgendwelche Geräusche sind, irgendwelche Lebewesen näher kommen, erstmal super tarnen. Mhm. Wenn er nicht super getarnt ist, ist er ganz leicht Opfer, denn man sieht ja, man kann ihn einfach runternehmen und ein Raubtier kann ihn einfach quasi abpflücken. Und wer will das schon? Das heißt also, perfekte Tarnung ist total wichtig. Ja. Fressen tun denn natürlich verschiedene Hörnchen, Marder ähnliche, vielleicht sogar große Frösche, große Spinnen, natürlich alle Rabenvögelarten, alle, die den problemlos aufkriegen. Wobei man sagen muss, der wird ja größer, der wird so ungefähr so lang hier wie diese Korkrinde, so rund 30 cm groß. Wow. Je größer der ist, umso weniger Feinde hat er dann natürlich auch. Aber tarnen sollte er sich trotzdem. Aber Norbert, wenn ich jetzt 30 cm höre, klingt das schon so, als wäre das ein Riesengecko. Gibt es größere Geckos als 30 cm? Ja, 30 cm ist ja so ungefähr wie die Korkrinde, aber so das Doppelte. Solche Geckos gibt auch. Müssten wir aber mal in einer eigenen Sendung drüber sprechen. Da reicht bestimmt heute die Zeit nicht. Also der Kronen... Blattschwanzgecko. Den wird aber von den Einwohnern in Madagaskar vorhergesagt, dass er dämonisch ist und Unglück bringt. Was sagst du dazu? Tja, das sind ja immer alte Märchen, alte Mythen, die also so in Umlauf sind. Wodurch sowas mal entstanden ist, das kann man nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Aber das sind eben nur die Ureinwohner, die sowas haben. Heute die modernen Menschen haben das Problem eigentlich nicht. Ich finde schon, seitdem wir jetzt hier gerade über den Blattschwanzgecko reden, dass deine Stimmung schon irgendwie sehr deep ist. Vielleicht liegt es daran, dass du echt zu nah dran stehst. Ja, am Praktikanten. Dann geht er mal einen Meter zurück, dann hört er sofort auf, kommt sofort. Jetzt kommt die Laune. Also jetzt geht's und jetzt ist er sofort wieder weg. War ja auch zu erwarten. So geht er. Alles gut, alles wunderbar. Dann bleib ich jetzt einfach hier stehen. Genau. Also versuchen, über die Distanz zu kommen. An der netten Echse kann er nicht gescheitert sein. Aber jetzt sehen wir den Kollegen hier auf deiner Hand, aber ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen auf den Tarneffekt, der ja quasi eine Änderung der Farbe hervorruft, zurückgehen. Wie macht er das? Also ist das wie so ein Display, was die Information bekommt, jetzt hinten rechts bitte braun, vorne links brauchen wir ein bisschen mehr hell? Ja, theoretisch kann man sich das so vorstellen wie so eine LED-Lampe, die unterschiedliche Farben hat. Alle Farben sind vorhanden und der Gecko kann also quasi selber steuern, welche Farben er an diesem Ort bevorzugt. Als ihn gerade auf Hand genommen hat, war er viel heller. Jetzt hat er ein bisschen nachgedunkelt, ist sich aber selbst noch nicht ganz sicher, ob das so passt. Aber er steuert es selber, braucht er immer mal eine Zeit für, bis das so perfekt ist. Aber der kann halt wirklich ganz frei entscheiden, welche Farbe zeige ich heute. Also der Kollege hier scheint ja jetzt scheinbar zu schlafen, aber trotzdem die Augen offen, wenn man jetzt mal ganz nah rangeht. Dann sieht man das und das ist schon krass. Haben die gar keine Augenlider, so wie wir? Oder? Also der hat gar keine Augenlider und das ist so die typische Schlafpose. Also wenn man die Tiere also in ihrer natürlichen Umgebung sucht, muss man also immer gucken. Die hängen fast immer senkrecht unten. So ist ganz normal, wird man jetzt sagen, warum hängt der da so? Nein, der muss so hängen. Alles gut. Jetzt habe ich hier den Kollegen auf der Hand. Muss ich den dann jetzt alleine in dem Gehege halten oder würdest du den auch mit einem anderen Gecko? Wow, ein richtiger Zirkus hier. Zirkuszeit. Hallo hier. Voll dressierte Tiere. Kann man also, mit anderen Tieren der geht also jetzt wieder nach seinen Kollegen zurück ins Terrarium. Der findet das total in Ordnung, dass er dann nicht alleine ist. Man muss so ein bisschen aufpassen, wenn die erwachsen werden, dann könnte da doch so Rangeleien, Rangordnung oder Bedrängung der Weibchen geben. Bisschen beobachten, manchmal funktioniert das, manchmal aber auch nicht. Was aber schön ist, man könnte den auch mit dem Madagaskar-Taggecko vergesellschaften. Aha. Das ist natürlich eine super interessante Kombi, die brauchen die gleichen Lebensgewohnheiten, ähnlich großes Terrarium. Und der eine ist nachtaktiv, der andere tagaktiv. Das heißt, man kann mal über Tag ein Tier beobachten und abends, wenn man nach Hause kommt,
hat man den anderen, der dann fett ist. Ja, krass. Norbert, ich habe den Zuschauern gesagt, dass ich heute zwei Fragen habe. Es ging einmal um den Blattschwanzgecko und es geht um diese Tafel hier. Ich habe mir nämlich heute Morgen die Mühe gemacht und habe ungefähr alles, was mir hier schon über den Weg gelaufen ist, einmal aufgeschrieben. Echse, Lorch, Gecko, Salamander, Varan, Tegu, Molch, Chamäleon, Frosch und Schildkröten. Und ich habe bis heute ein riesiges Problem damit, diese Tiere auseinanderzuhalten. Weil für mich könnte ein Tegu eine Echse sein, ein Molch eine Echse sein, ein Chamäleon eine Echse sein, ein Frosch auch eine Echse sein. Schildkröte könnte aber auch eine Echse sein. Wie halte ich das in Gottes Namen auseinander? Ja, eigentlich ist das ja nicht, was ist eine Echse oder nicht eine Echse, sondern wir sprechen ja über Reptilien und Amphibien. Okay, also muss ich das aufschreiben? Ich schreibe jetzt auf. Da unterscheiden wir die ja dran. Okay, die beiden Sachen unterscheiden jetzt erstmal die verschiedenen Tiere. Aber wie kann ich denn jetzt davon ausgehen, dass wenn ich mal einen Urlaub im Dschungel machen sollte? Ja, besser nicht. Besser nicht? Aber ich treffe auf ein vierbeiniges Schlangenwesen. Ja, Schlange hast du ganz vergessen. Also. Schlange habe ich eh vergessen. Ja. Die machen wir dann mal. Also, ja. Aber wo würde die Schlange denn hinkommen? Ja, natürlich zu den Reptilien. Aha. Weil sie zum Beispiel Schuppen hat. Aha. Da kann ich eigentlich fast jedes Reptil von einer Amphibie unterscheiden. Da liegt der Punkt. Einer der Punkte. Gibt es sicherlich viele. Reptilien leben eigentlich ihre Eier alle an Land. Aha. Unterschiedlich. Manche graben sie in der Erde ein, manche unter Wurzeln oder bedecken die nur mit Laub. Amphibien kriegen im Allgemeinen ihre Gelege, legen die unter Wasser. Mhm. Oder Feuersalamander, der hat die Eier im Bauch. Und meistens, wenn die Tiere im Bauch schlüpfen, dann entlässt er sie aber ins Wasser. Okay, das heißt, der Blattschwanzgecko hatte Schuppen. Ja. Ist somit ein Reptil. Auf jeden Fall. Echse ist ein Reptil. Auf jeden Fall. Dann haben wir den Lorch. Lorch ist ein im Wasser lebendes Tier, also eine Amphibie. Auf jeden Fall. Weil ja. Hat keine Schuppen. Ein Gecko hat Schuppen, ist ein Reptil, hat man schon. Salamander, Wasser, Amphibie, hat mir nämlich keine Schuppen. Ja. Varan hat Schuppen, Tegu hat Schuppen, Molch hat keine Schuppen. Chamäleon hat Schuppen, Frosch hat keine Schuppen. Und Schildkröte, würde ich jetzt mal sagen, hat auf jeden Fall extrem viele Schuppen. Und was ist mit der Wasserschildkröte? Boah, nee, ey. Da kannst du mal drüber nachdenken bis zur nächsten Sendung. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Die Leute können vielleicht abstimmen hier oben. Was ist die Wasserschildkröte? Ja. Ist sie ein Reptil oder ein Amphibie? Oder ihr stimmt mal ab, was ist denn der Jimmy? Ist er ein Amphibie? Ist er ein Reptil? Oder ist er nur ein seltener Vogel? Okay. Also ich würde auf Vogel tippen. Wir sehen also, uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Ja, tschüss. So Leute, ich habe die ganzen Tiere hier oben jetzt mal in gewissen Kategorien Reptil und Amphibie zugeordnet. Also merkt euch, Reptil, Schuppen, Amphibie, Schleimhaut. Und genau so könnt ihr die Tiere unterscheiden. Genauso wie ihr das hier sehen könnt bei dem Feuersalamander. Der hat auf gar keinen Fall Schuppen, der hat eher eine Schleimhaut. Und deswegen ist es eine Amphibie. Also, falls ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Blattschwanzgecko, stellt sie wie immer hier unten in den Kommentaren. Ansonsten schickt mir wie immer Tiervorschläge auf meinem Instagram-Kanal, Norbert Zayaks Kanal natürlich auch abonnieren, den YouTube-Kanal hier abonnieren. Die letzten beiden Videos hier waren mindestens genauso interessant wie dieses hier. Und wir sehen uns natürlich nächste Woche Samstag wieder um 8 Uhr. Macht es gut. Tschüss.